Hallo meine lieben Freunde, und hier haben wir einen flockenstieligen Hexenröhrling. Das ist ein relativ häufiger Speisepilz, der sowohl in Laub- als auch in Nadelwäldern anzutreffen ist. Man kann den relativ einfach erkennen. Wenn man den jetzt hier mal so nimmt, dann sieht man, der hat so einen rötlichen Stiel mit so feinen Flöckchen. Daran kann man den gut erkennen. Eine relativ dunkle Huthaut. Und unten drunter ist er auch so rötlich. Was noch ein weiteres Erkennungsmerkmal ist, wenn man den hier abbricht, kann man sehen, wie sich das gelbe Fleisch blitzartig blau verfärbt. Das ist jetzt nicht so, vor dem Angst haben muss, sondern das ist einfach nur eine chemische Reaktion, die in Kombination mit Sauerstoff passiert. Ich zeige euch das hier jetzt nochmal. Und am Stiel ist das eben auch so, dass sich das dann so blau verfärbt. Ja, hier sehen kann.